Die internationale Fachmesse MoTeC zeigte bereits zum 36. Mal neueste Technologien rund um die Bereiche Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling. Hersteller und Anbieter von Automatisierungskomponenten und Teillösungen bis hin zu schlüsselfertigen Montageanlagen aus über 25 Nationen treffen Fachbesucher aus rund 100 Nationen. Die internationale Branchenleitmesse MoTeC steht seit über 35 Jahren als Mittler und Katalysator für den praktischen Technologietransfer zwischen Angebot und Nachfrage. Die über 900 Aussteller zeigten dabei viele Neuheiten, gerade auch in Verbindung mit Industrie 4.0. Wir als Sensorhersteller hier aus der Region präsentieren auf dieser MoTeC unsere neuen Safety-Komponenten, die über IO-Link sichere Signale an die Steuerung transportieren. Und wir haben das komplette Feld der Sensorik, auch einen neuen Analogsensor, den man auf Länge abschneiden kann, hiermit ausgestellt und unterstützen mit unseren Produkten das Thema Industrie 4.0 in voller Gänze, von der Signaleinsammlung über die Sensoren hoch bis zur Steuerungstechnik in sicheren oder nicht sicheren Signalen. Wir haben 3D-Applikationen, die Sie auf unserer Messe sehen können, digital vernetzt und können die Mehrwertdaten auf dem Bildschirm hier hinter mir darstellen und so dem Kunde 1:1 zeigen, welche Vorteile er von der neuen Möglichkeit hat, aus den Produkten, die Schmalz herstellt, die Schmalz vertreibt, Mehrwertdaten zu generieren und daraus einen konkreten Nutzen im Bereich der Inbetriebnahme, Betriebskostenreduzierung und auch nachher in der Instandhaltung und des Servicefalls schnelle Reaktionszeiten. Alles Vorteile, die wir täglich suchen in der Welt, die immer schneller wird. Wir haben einen kollaborierenden Roboter, den HC10, den wir momentan in der TÜV-Zulassung haben. Er hat 10 Kilogramm Traglast und 1200 mm Reichweite. Ist ein vollwertiger Industrieroboter mit den Vorzügen von einem kollaborierenden Roboter. Highlights für IGUS sind in jedem Fall im Bereich Energiekettensysteme die einfache und schnelle Montage unserer Systeme. Im Bereich Lager- und Lineartechnik definitiv das breite Spektrum der Low-Cost-Robotik, sowohl mit Roboterarmen als auch Linearportalen. Für die Aussteller ist die MoTeC mit ihren weit über 30.000 Fachbesuchern eine der wichtigsten Messen im Messekalender. Die Messe 2017 auf der MoTeC hat wieder gezeigt, dass die Messe eine Leitmesse ist zum Thema Montageautomation und kein Weg um die MoTeC rumgeht. Es ist ein Muss, dass wir dabei sind, weil das ist praktisch die Messe im Kernland unseres Hauptmarkts. Und wir sind jetzt seit 30 Jahren dabei, steht für uns überhaupt nicht zur Diskussion, also sehr wichtig. Also die Messe für uns ist sehr, sehr wichtig, ist eine Leitmesse für uns. Wir gehen da schon seit Jahren auf die Messe MoTeC und sie hat sich inzwischen für eine wichtige Messe für uns entwickelt. Wie die Aussteller zeigten sich auch die Besucher sehr zufrieden mit der MoTeC. So, it's great. This is second or time I visited MoTeC. It's very helpful for the industry. We can take a breath of the industry here. It's very useful. Einfach mal gucken, was wird angeboten, wie baut die Konkurrenz natürlich, was gibt es da so für Möglichkeiten, auch vor allem neue Sachen. Gerade auch viel, was ich gesehen habe mit Virtual Reality, was viel gemacht wird, so sehr interessant natürlich. Also wir haben uns bis jetzt zwei Vorträge angeschaut, die waren ganz interessant. Auch ziemlich viel Neues, ziemlich viel Standard natürlich auch, aber man merkt doch, dass sich im Bereich der Digitalisierung vieles tut. Für uns ist es Robotik. Wir wollen in unserer Firma da verschiedene Ansätze verfolgen und Roboter jetzt einsetzen. Haben wir bisher nur beschränkt getan und wollen da jetzt ein bisschen verstärkt rein. Und da gucken wir uns einfach um, was es Neues gibt. Kollaborative Roboter, ganz neue Technologien, um uns da einfach breit zu informieren. Neben der MoTeC präsentierten auf der Bond Expo zum 11. Mal Aussteller Neues aus der Welt der Klebtechnologie. Mit der klaren und konsequenten Ausrichtung auf die Prozesskette fügen und verbinden durch Kleben, Vergießen,
Dichten und Schäumen wurden für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich des Fügens und Verbindens verschiedenster Materialien wirtschaftliche Detail- und Systemlösungen aufgezeigt. Wir zeigen den Messebesuchern, wie man vergießt, Elektroverguss macht anhand von diesem kleinen Demo-Teil, zeigen den Kunden, wie man prozesssicher zweikomponentige Materialien verarbeiten kann und letztendlich auch daraus neben der Verarbeitungstechnik die notwendige Automatisierung dazu können wir mit anbieten. Zuerst würde ich sagen, haben wir eine Maschine, die Optical Bonding macht von Displays, aber das Spezielle hier sind, dass die Displays gecurved sind, also rund sind. Und das ist wirklich eine Weltneuheit, das gibt es noch nicht. Auch die Besucher der Bond Expo konnten viele positive Eindrücke sammeln. Es sind sehr viele Aussteller da. Wir haben auch schon einige sehr interessante Produkte gesehen und Anbieter gesehen. Und ich denke, dass wir auch einige Sachen davon umsetzen werden. Wir sind speziell wegen der Automatisierung her. Wir wollen mehr Automatisierung bei uns einführen. Und da haben wir schon einige Kontakte geknüpft und auch einige interessante, innovative Lösungen gesehen. Ich arbeite in Maschinenbau-Branche und für die Industrie 4.0, dann diese Messe ist ganz wichtig, deshalb möchte ich die neue Technologie und auch Produkte gucken. Schauen, wie gut und wie schlecht wir sind. Vielleicht können wir noch aufrüsten und auch mal ein paar Neuerungen mitzunehmen und auch das ein oder andere Geschäft nachzubilden, vielleicht neue Lieferanten anzusuchen. Die MoTeC und die Bond Expo, ein Messeduo, das sich perfekt ergänzt. Seien Sie auch im kommenden Jahr unser Gast vom 8. bis 11. Oktober 2018. We'll be right back.